Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 6 und wieder im Singleplayer. Das ist der zweite Neustart tatsächlich. Und ja, es gibt einige Gründe dafür. Aber in erster Linie möchte ich die Staffel doch so machen, wie es ursprünglich geplant war. Sprich Singleplayer und dann eventuell mal ein, zwei Leute dazu holen. Das wäre, glaube ich, die bessere Variante. Ist auch performance-technisch deutlich besser. Der Server ist nämlich ein bisschen stark am Laggen. Immer mal wieder, zumindest. Und dann würde ich halt eben den Server für Livestreams nutzen. Das wäre zumindest die Idee. Ich werde da privat drauf spielen und dann ein bisschen Livestreamen. Letzten Wochen war ein bisschen eng von der Zeit. Das dürfte sich die nächsten Wochen allerdings ziemlich gut machen. Also zeittechnisch müsste ich die nächsten Wochen definitiv mehr haben. Und dann kommen auch wieder ein bisschen mehr Videos. Also das Mikrofon mal kurz verschieben. Bevor irgendwelche Geräusche kommen. Und ja, wir spielen aktuell ohne Mods und mit normaler MN2-Größe. Das wird tatsächlich so bleiben. Mods werde ich eventuell ein paar reinnehmen. Ich würde ja gerne Vorschläge in die Kommentare machen, so ein paar werde ich auf jeden Fall reinnehmen, wie zum Beispiel die Timber Arches, also diese runden Timber und so weiter. Das sind so Mods, die ich einfach persönlich recht gut finde. So, wo stehen wir denn? Wir stehen hier oben. Okay, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen dann in diese Richtung. Okay, also Richtung Norden. Okay, also so im tiefen Süden. Erstmal am besten die ganzen Standardsachen einmal herstellen. Ja, das sind ein paar Stöcksche. Und gegebenenfalls ein paar Stöcke. Können wir noch direkt mitnehmen. Wurzeln natürlich auch. Für Salate. Erstmal gucken, ob wir ein paar Steine finden. Ich sehe so ein paar durchblitzen immer wieder, aber irgendwie verschwinden sie dann sofort. So, einer. Und so. Das müsste theoretisch für die Axt reichen. Ja, wohl tut es. Okay, einer hat auch gereicht. Aber was soll's, ne? Ein bisschen mehr schadet ja nicht. So, dann mal überlegen, wo wir uns am besten erstmal niederlassen. Sind das natürlich ein bisschen weit weg von allem, was wirklich interessant wäre. Wohin gucken wir denn gerade über das Königreich? Wir gucken Richtung Arion. Ne, das wäre falsch. Dann wäre es Levos. Okay, also nach Levos. Das ist das Karst. Ja, da könnte man uns definitiv ein bisschen niederlassen. Irgendeinen guten Ort, den Weg dahin zumindest finden. Bärenbüsche, die nehmen wir gerne mal mit. Den Essen brauchen wir auf jeden Fall noch einiges. So, ich würde auch ganz gerne ein bisschen in der Nähe der Straße bleiben. Und ich finde es ja nicht schlecht, dass sie es eingebaut haben, dass die Bäume erst Stück für Stück eingeladen werden. Aber ich persönlich finde, dass das beim einfach für viel mehr Lags sorgt, als es anders gemacht wird. Also ich weiß auch nicht. Wenn ich zu nah an den Wald rangehe, habe ich erstmal starke Lags kurz und danach läuft das Spiel wieder normal. Das ist ein bisschen doof geregelt, finde ich persönlich jetzt, aber okay. Na komm. So. Okay. Erstmal irgendwo eine halbwegs gute Stelle zum Bauen. Hm? Hier ist auch recht interessant, oder? Aber irgendwie auch nicht. Ja, die werden noch ein bisschen was rausschneiden, bis ich einen guten Platz gefunden habe und wir sehen uns dann gleich sofort wieder. So, ich habe eine gute Baustelle gefunden. Ist ein bisschen weit gewesen hinzulatschen, aber geht einigermaßen. Sehen wir nämlich hier einmal. Ist ein Stück weit, glaube ich, hier unten war, glaube ich, irgendwo. Ich mag direkt hier, dass so ein schöner, so ein Berg, würde ich nicht, so ein schöner Felsen, der rausguckt. Und ich könnte mir gut vorstellen, was Schönes auszubauen, eine schöne Burg. Straße ist direkt da unten. Der einzige Aufstieg ist hier vorne, also hier quasi die Seite runterrennen. Ist ein Stück weit, aber gefällt mir ehrlich gesagt. Auch dort gegenüber so ein bisschen kann man, glaube ich, einiges drauf bauen. So, die Sonne geht's unter, geht's ja auf. Das ist die gute Frage jetzt hier. Ich glaube, sie geht unter, oder? Sieht zumindest irgendwie so aus. Bis dahin sollten wir zumindest schon mal so ein bisschen was gebaut haben. Würde ich mal so spontan sagen. Sehr gut.
natürlich wie immer Holz sammeln, dass wir unsere Werkbank bauen können. Ja, du sollst den Baum. Jetzt komm. Dankeschön. Okay. Na, so ein Ding schon wieder. Die müssen sich bei den Hitbox an Dingern fixen. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn die im Weg stehen. Wenn man die nur von einem gewissen Winkel irgendwie einsammeln kann und keine Ahnung, so einen 3 mm großen. Oder so 3 Pixel, glaube ich, ja. Ja. Tannen sind immer noch gefährlich zu fällen, ich sehe. Sehr gut. Nee, ist nur einer, okay. Ein bisschen vorsichtig, weil die exakt das ganz gerne machen. Also ein bisschen aufpassen hier. Will ich dich noch oder bist du verloren? Bis irgendwo unten, keine Ahnung. Danach zu suchen wird ein bisschen lange dauern. Das muss ehrlich gesagt nicht so gut sein. So. Sag mal. Ich mag den Hall, den das hat, wenn man so einen Baum schlägt. So. Mehr Salat, sehr schön. Dann können wir einmal den Crafting Table erstellen. Dass wir das Zeug schon mal haben. Und dann würde ich sagen. Erstmal so ein kleines Haus bauen. Wobei eine kleine Plattform reicht erstmal. Ich glaube, so ein Haus müssen wir auch gar nicht wegbauen. Könnten auch theoretisch direkt mit. Kann ich die nicht aufheben? Ist mir irgendwie ein bisschen verarschen. Ah, jetzt, okay. Er wollte nicht so ganz. Die sollen aber ehrlich gesagt nicht nachwachsen, die Bäume hier oben. Die können wir später per Setzling neu pflanzen. Ich hätte ganz gerne so ein paar Eichen hier oben. Ich weiß nicht, das sieht bestimmt nicht schlecht aus, ne? Eine schöne große Eiche in der Mitte. Könnte man auf jeden Fall machen, ja. So, dann einmal gucken. Du bist fertig, das gefällt mir. Ja, machen wir die Nummer 3 und dann einmal bitte näher ankommen, dankeschön. Dich einmal hier hin. Das brauchen wir theoretisch ganz in Timber-Sachen. Erstmal gucken, wir müssten jetzt einmal bei der Forschung. Ich würde gerne direkt bis zum Steinhaus durchspringen. Und was Civilian Tools für, und für die brauchen wir wiederum Smelting. Und Smelting brauchen wir die Sachen. Machen wir das doch mal. 2 Timber, no problem. Kriegen wir hin. So. Ah, voll. Dann haben wir kurz noch mehr als genug. Dann können wir die Schaufel herstellen. Auch spannend, wo die Erzarten sie mal suchen müssen. Das ist einfach nur Clay, sondern ich sehe schon. Den müssen wir auch hier oben eigentlich kriegen, ne? Dann kommen wir mal hier. Das ist eine gute Stelle für die Lehmgrube. Schön. So eigentlich graben, nicht schlagen. So. Vor die Sonne untergeht, würde ich gerne den Lehm haben. Denn mit Schaufel kann man natürlich bei der Fackel halten. Und so schwarze Videos müssen nicht unbedingt sein. Also, wenn es halt hier irgendwo komplett dunkel ist, man sieht gar nichts, das ist ein bisschen dunkel. So. Wir kommen voran. Ja. Ah, noch ein Hausgraben. Ja. Ja, das ist zu steil, der kann auch nicht stehen. Na komm. So krass steil ist natürlich auch nicht. Komm, das schaffst du auch, oder?
Kommt, zack. Alles klar. Irgendwann fixen jetzt vielleicht auch mal, glaube ich. Dankeschön. Ich gucke auf Erde spielen. Ah, anscheinend darf ich da nicht graben. Okay. Darf ich hier graben? Anscheinend auch nicht. Okay. Da darf ich aber graben. Dankeschön. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen nervig. Ich habe auch schon gemerkt, dass das immer an den dümmsten Stellen so steht. Das ist ein bisschen. Okay. Den notwendigen Leben haben wir, die kleinen Steine aber nicht. Die müssten wir aber eigentlich zu Genüge hier finden. Zumindest eigentlich. So, 5 von 10. Der auch nicht mitnehmen. Hier waren, glaube ich, keine. Können es uns auch leicht machen. Okay. Dann schnell die Schmiede herstellen. Okay, dann müssen wir am besten. Ja, eine bräuchten wir auf jeden Fall. Noch eine Kiste direkt dazu. Nehmen wir bei mir bleiben würden, ich irgendwie immer Gott weiß wohin wollen. Und dann einmal die Schmiede, sehr gut. Wenn wir die markierte Erzader finden. Jo. Irgendwie unten, wa? Oder ist hier oben Erz? Ich bezweifle es, aber man kann das mal gucken gehen, ne? Ne, da unten wahrscheinlich irgendwo. Na, wunderbar. Aber ich will es ganz gerne dieser Erfahrung, bevor die Sonne untergeht, weil im Dunkeln kann man keine Fackel benutzen. Allzu weit ist wegen unten ja auch nicht. Okay. Hier brauchen wir irgendwo eine Erzvene, ne? Ne, Erzader. Eine Vene, genau. Mensch, ich habe heute wieder. Einmal den Deckel noch ein bisschen doof jetzt hier. Oder kann ich einfach die nächste da drin, das klappt dann. Nur mal sehen, das Kupfer dabei. Aber natürlich zählt die nicht. Das war ja mal wieder klar. Ach, ist in die Richtung, okay. Also auch die nächste, das ist schon, ein bisschen hilfreich. Ach. Ich weiß nicht, welche vorne sie analysieren können, wäre genauso sinnvoll gewesen. Okay. Boah, lass mich doch wenigstens da graben, Spiel, komm. Ein bisschen verdammt, den die aufheben können. Mir ein Erz erspart. Wieso willst du da nicht graben? Ich kann nicht zu viel graben, aber zumindest würde ich ganz gerne mal das war 10 haben. Also für 2 Kupferbarren kann ich nicht groß benutzen, aber trotzdem müssen wir mit 2 zusammenkriegen. Jetzt haben wir 10, korrekt? Korrekt. So. Oh, okay. Dann mal kurz gucken, ob wir eine Fackel herstellen können. Können wir.
Also Inventar frei wäre. Ja, die Erde brauchen wir nicht. Und Licht. Ein bisschen zumindest. Und dann rennen wir wieder den Berg nach oben. Natürlich jetzt ein bisschen doof, dass jetzt die Sonne aufgegangen ist, aber was soll man machen? Ist halt eben so. Dann müssen wir als nächstes, glaube ich, noch die um ein Holzhausteil freischalten, oder? Wir können auf jeden Fall jetzt auf die, das Steinhaus wahrscheinlich so gehen. Gehen jetzt Civilian Tools, dann können wir auf das Steinhaus gehen. Besseres Haus würde uns aber auch das schöne Holzdach untergeben. Mal gucken, was wir da genau machen. Ich werde das erste Video jetzt auch nicht sonderlich extrem lang ziehen. Dann geht man so auf 20 Minuten, wenn ich die Folgen schon ungefähr halten. Schon mal zweimal rein, machen wir mal. Am besten ein Timber müsste, glaube ich, reichen. Dann nehme ich es eigentlich schon auf, also was ich einfach sage. Bei 12 Minuten, 15 Minuten schon. Geht ja einigermaßen. Die Quest fertig ist, werden jetzt nächstes noch die Civilian Tools. Ich würde auch ganz gerne, glaube ich, auf Basic Wooden House gehen, das wäre eine Möglichkeit. Oder Stockpile brauchen wir aber. Basic Wooden House, genau. Denn so ein Stockpile wäre definitiv hilfreich. Unser Inventar ist ein bisschen stark limitiert, deswegen definitiv nicht schlecht. Die können hier rein, der Lehm kann hier rein, Erde kann hier rein, die Erdachs kann da rein. Okay, nochmal ein kleiner Cut gewesen jetzt. So, was wollte ich gerade machen? Ich glaube, wir waren gerade dabei, das Holzhaus so weit zu bauen, richtig? Brauchen wir 30 Planken für. Wie viele haben wir jetzt? Ich bin zu groß zum Zielen. Genau genug. Sehr gut. So, Wooden Stairs. Ich würde später gerne auf jeden Fall hier drauf bauen. Deswegen machen wir es am besten einfach mal. Ja, ein Mallet brauchen wir noch. Das darf man auch nicht vergessen. Das sollten wir vielleicht nochmal herstellen. Wenn wir schon mal dabei sind. Denn ohne Hammer kann man so ein bisschen schlecht bauen. Erst die Treppe. Aber oh, die am besten nochmal hier hin. Zack. Und dann einmal. Okay. Jetzt die vier Supports. Sehr gut. Na, aber das hier muss nicht sein. Ab schon. Zack. Und Nummer 3. Schön. So. Und 4 Böden. Okay. Gehen wir noch hin. Das sind mal 2 Log Walls und da haben wir, glaube ich, auch genug für. Exakt. Gerade so genug. eine Wand kann dahin. Können wir hier machen, das passt schon. Achso, das ist das Ambi. Ich dachte schon, da läuft einer. Ja, Barbaren müssten aus sein. Jetzt hätte ich aber schon längst ein oder zwei getroffen. Aber die sind nicht aktiv. Und dann noch einmal eben die Stockpiles freischalten. Das war zumindest eben. Das alles so haben. Okay, also ich würde auf jeden Fall ganz gerne recht schnell zu Stein hochspringen, dass wir nicht alles mit Holz bauen. Ich werde auf jeden Fall auch viele Holz benutzen beim Bau. Das ist definitiv eine Sache. Timber, Planken und so weiter werde ich beim Bau auf jeden Fall benutzen.
dass wir eine Burg bauen, die uns hier ein bisschen drauf passt. Vielleicht so da oben ein bisschen mit drauf bauen. Mal gucken. Das war's mit dem Stockpile. Den großen Stockpile für Bäume. Der kann mal so ein bisschen schweben. Und zack. Jetzt kam noch der Box des Timbers und Timber, genau. Auch mal eine Roll of Fetch, kein Problem. Und nochmal 6 Planken. Zack, okay. Dann kann jetzt hier erst einmal die Buchstaben rennen. Dann würde ich tatsächlich ganz gerne einmal. Muss ja auch aussehen, ne? Also so. Ganz langweilig muss es ja nicht sein. Und dann mache ich daneben am besten, wenn es noch passt. Tut es, sehr gut. Und dann darauf einmal den Tim. Wieso den Lamm in diesem Fall? Sehr gut. Müssen wir alles haben. Passt also. Wunderbar. Kommen wir zumindest Stück für Stück voran, würde ich sagen. Dann würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zuschauen. Zumindest für die erste Folge. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Medieval Engineers.